Herzlich willkommen bei diesem Beispielvideo. Heute zeige ich euch den Umgang mit dem Differenzenquotienten, den ihr sicher aus dem Unterricht kennt oder auch in meinem Überblicksvideo kennengelernt habt, anhand eines Beispiels aus dem Aufgabenbol.at. Sehen wir uns das Beispiel an. Der Graph einer Funktion f verläuft durch die Punkte p mit den Koordinaten minus 1, 2 und q mit der x-Koordinate 3 und dem Funktionswert an dieser Stelle. Die Aufgabenstellung: bestimmen Sie f von 3 so, dass der Differenzenquotient im Intervall minus 1, 3 den Wert 1 hat. Wir haben es mit dem Differenzenquotienten zu tun. Die Formel habe ich hier aufgeschrieben: f von b minus f von a durch b minus a. Wir wissen, dass der Differenzenquotient die durchschnittliche Änderung pro Einheit angibt. Dass er uns also sagt, um wie viel hat sich die Funktion durchschnittlich pro Einheit geändert. Wir können einsetzen, der Anfangspunkt unseres Intervalls hat die Koordinaten a, f von a, der wird hier eingesetzt, der Endpunkt die Koordinaten b und f von b. Das heißt, der Funktionswert f von b ist hier gefragt. Wir setzen in die Formel ein und erhalten f von 3 minus f von a, wissen wir, das ist 2, f von a hat den Wert 2, und das dividieren wir durch die Differenz der Argumente, 3 minus, und der Punkt a hatte das Argument, minus 1. Ja, den Nenner können wir jedenfalls vereinfachen zu f von 3 minus 2 gebrochen durch 4, 3 minus minus 1, und wir wissen, dieser Differenzenquotient hat den Wert 1. Das heißt, eigentlich müssen wir uns jetzt nur noch f von 3 freistellen und dann ist das Beispiel gelöst. Wir führen eine Äquivalenzumformung durch und multiplizieren mit 4. Wir erhalten f von 3 minus 2 ist gleich 4. Wenn wir jetzt noch auf beiden Seiten den Wert 2 addieren, so sind wir schon fertig und erhalten f von 3 ist gleich 6. Sehen wir uns dieses Ergebnis noch anhand der Grafik an. Mein Anfangspunkt p war minus 1, 2 und ich weiß, die Gerade durch die beiden Endpunkte des Intervalls, von dem ich weiß, dass es 4 Einheiten lang ist, das haben wir uns ja auch im Nenner hier ausgerechnet. Ich weiß, die Steigung der Geraden zwischen den Endpunkten des Intervalls ist 1. Das heißt nicht, dass die Funktion in jeder Einheit um 1 steigt, aber im Schnitt steigt sie um 1. Das heißt, wenn das Intervall 4 Einheiten lang ist, muss breit ist, muss auch mein Funktionswert von q 4 Einheiten über dem Funktionswert von p liegen. Wie immer die Funktion dazwischen aussieht. Eigentlich hätte ich nur zum Wert 2 den Wert 4 addieren müssen und wäre schon beim richtigen Ergebnis angelangt gewesen. Ihr seht, je besser man die Mathematik versteht, desto klarer wird sie und desto mehr gilt der Satz: Mathematik macht Freude.